Niko Kovac, herzlich willkommen zurück in München. Wie ist das, wieder hier zu sein in einer ganz, ganz neuen, nicht ganz unwichtigen Funktion als Cheftrainer des FC Bayern München? Ja, erst einmal Dankeschön für die Willkommensgrüße. Ich freue mich natürlich, ganz klar. Es ist etwas Besonderes, hier beim FC Bayern arbeiten zu dürfen. Ich durfte das ja als Spieler, was eine schöne Zeit war, beziehungsweise jetzt als Trainer. Das ist eine sehr, sehr große Verantwortung für mich, der ich gerecht werden möchte. Und da werde ich alles dran setzen, um die Ziele, die wir mit dem FC Bayern haben, auch dementsprechend umzusetzen. Die erste Pressekonferenz als Trainer, als Cheftrainer des FC Bayern München hast du hinter dich gebracht. Wie war der Auftritt vor der Münchner Presse, der erste? Ja, es ist wie überall auch, ja, sehr viele Fragen, sehr viele neue Gesichter auch, wenn man neu irgendwo dazukommt, aber schon auch etwas mehr. Es ist ganz klar, es ist der FC Bayern München, es ist noch sehr viel mehr los als noch in Frankfurt, wobei Frankfurt auch sehr viel zu bieten hatte. Aber okay, ich denke mir, wir sind Profis genug, wir wissen genau, wie man das machen muss, und ich glaube, dass die erste Pressekonferenz sehr gut abgelaufen ist auch. Generell, wie geht man an so einen ersten offiziellen Arbeitstag beim FC Bayern München heran? Mit einem gewissen Ehrfurcht, mit viel Freude natürlich, mit Energie. Wie ist das für dich? Ja, natürlich mit Freude, mit Vorfreude, natürlich auch mit Demut, mit Bescheidenheit. Ja, ich muss auch erst einmal alle kennenlernen hier. Ich muss auch mir erst einmal ein Bild machen. Ich weiß, wo ich hingekommen bin, aber ich weiß auch, was von mir erwartet wird. Das heißt, wir werden schon die nächsten Stunden oder auch dann Tage nutzen, um alle kennenzulernen, um auch das, was wir im Kopf haben, auch irgendwo auf alle, auf die Staffmitglieder beziehungsweise auf die Spieler auch zu projizieren. Und dann, denke ich mir, werden wir schon eine einheitliche gemeinsame Linie finden, die uns dann am Ende der Saison hoffentlich erfolgreich dastehen lässt. Wie werden die ersten Trainingseinheiten aussehen? Ja, es ist so, heute werden wir den Teil der Spieler, die da sind, begrüßen. Es ist ein doch recht großer Teil an gestandenen Profis da. Dazu kommen einige U-Spieler aus der U23 bzw. aus der U19. Klare Vorstellung, ganz klar, von Seiten des Clubs, aber dann auch eine kurze Ansprache meinerseits. Morgen bzw. Mittwochvormittag wird es Leistungstests geben bzw. medizinische Untersuchungen, um dann am Mittwoch um 16 Uhr das erste Mal auf dem Trainingsplatz mit geschnürten Fußballstühlen zu stehen. Wir blicken mal kurz zurück. Du kommst als Pokalsieger hierher. Kannst du dich erinnern? Ist ja noch nicht so lange her. Wie war das damals in Berlin für dich, als Trainer der Frankfurter Eintracht gegen deinen neuen Arbeitgeber zu gewinnen? Ja, es war ein sehr emotionales Spiel, eine sehr emotionale Bedeutung auch für mich. Denn ich habe in Berlin, in meinem Wohnzimmer, ich bin in Berlin aufgewachsen, geboren, habe dort gegen meinen Ex-Club, gegen einen Top-Favoriten, wie es der FC Bayern nun letzten Endes auch war, gewinnen können mit meiner Mannschaft. Wir haben ein tolles Spiel gehabt, wir haben eine tolle Atmosphäre gehabt im Stadion allgemein. Und dann, dass wir am nächsten Tag dann am Römer standen vor so vielen Leuten, das war schon toll. Und das prägt sich ein, und das werde ich in meinem Leben auch nie wieder vergessen. Ein Blick nach Russland zur WM. Ich könnte mir vorstellen, dass du gestern als Kroate ein bisschen mitgezittert hast, als der Luka Modric zum zweiten Mal zum Elfmeter anlief. Zur deutschen Mannschaft, was sagst du zum frühen Ausscheiden als Fan und als Trainer des FC Bayern München? Da kommen ja jetzt einige Spieler frühzeitig zurück, was der Vorbereitung wahrscheinlich nicht schadet. Ja, ich freue mich für meine Landsleute, für meine Kroaten, denn wir sind ein fußballverrücktes Volk. Wir freuen uns unheimlich, wenn es erfolgreich ist, aber wir sind auch sehr traurig, wenn es weniger erfolgreich ist. Deswegen ist es mir auch schön, dass meine Landsleute auch entspannt und glücklich sind. Ja, das mit der deutschen Nationalmannschaft ist ärgerlich. Das hat keiner erwartet in der Form, aber das passiert. Entscheidend ist, dass man die Schlüsse aus dieser Situation zieht und dann in der Zukunft dann wieder einen anderen Weg geht. Für mich persönlich ist es schon so, dass die Spieler, die jetzt wieder zurückkehren, das ist für jeden Trainer gut, wenn die Spieler rechtzeitig dabei sind, dass sie die Vorbereitung noch zu einem großen Teil mitmachen können. Das ist für mich wichtig, weil ich neu bin, und das ist auch wichtig, dass ich jeden Einzelnen erreichen kann, und je früher, desto besser. Abschließend noch eine in Anführungszeichen private Frage. Du hast den Kontakt zu München, zur Stadt München, nie verloren. Bist du schon heimisch geworden? Wie sieht die Wohnungssuche aus? Ja, es ist schon so, dass ich mich in München weiterhin sehr wohl fühle. Ich kann in München auch ohne Navigation fahren. Also das ist alles noch drin geblieben, beziehungsweise ich habe ja auch gesagt, unsere Eltern leben noch hier, sodass ich auch regelmäßig hier war und weiterhin jetzt auch hier sein werde. Wohnungssuche ist recht positiv. Ich bin da sehr gut dabei, und ich werde dann in Zukunft sicherlich eine Wohnung beziehen. Niko Kovac, herzlichen Dank für das erste Gespräch, und wir wünschen
uns und in erster Linie dir eine lange, erfolgreiche gemeinsame Zeit beim FC Bayern München. Dankeschön. Danke dir.